Riesen und teure Gegenstände, Erfolg und Anerkennung von anderen. Sind das die wesentlichen Sachen? Ist das der Sinn des Lebens? Immer mehr ohne Rücksicht und Verluste. Wir glauben an Gott, Allah, Buddha, Krishna oder anderen Göttern aus verschiedenen Kulturkreisen. Allerdings zerstören wir in unserem Pluralismus den Schöpfer bzw. die Schöpferin, Mutter Natur. Sie ist die Lebensgrundlage für alle Erdenbewohner, auch für uns. Saubere Luft, warme Sonne, kühler Regen, Lebensmittel, Schönheit pur für alle Erdenbewohner. Geblendet von falschen Werten und Vorstellungen, beuten wir sie rücksichtslos aus. Wissen wir eigentlich, was wir da tun? Wir zerstören einfach solche Landschaften. Atemberaubend, schön, die jeder mit seinem eigenen Auge sehen sollte, um das Gefühl selbst erleben zu können. Die Luft, die warme Sonne, die Ruhe und der Frieden, das Vögelgezwitscher. Dieser Hund ist mir einfach gefolgt. Ich kannte ihn davor noch gar nicht und hat 20 Minuten mit mir Zeit verbracht. Das nenne ich Urvertrauen. Und darum geht es doch im Leben. Harmonie mit sich selber und anderen Lebewesen und Erdenbewohner. Aus diesem Grund, sei mutig. Geh in die Tabuzone, die die Gesellschaft fälschlicherweise errichtet hat, und geh deinen eigenen Weg. Sei der Wandel, denn wenn du dich veränderst, veränderst du automatisch die Welt. Und ich bin 22, also hab keine Angst.